Der Landwehrkanal ist wohl Berlins bekanntester Kanal. 11 Kilometer lang, bis zu 20 Meter breit, 2 Meter tief. Er verbindet, ja, was eigentlich? Die Spree mit der Spree. Eine Ober- und eine Unterschleuse, fast 40 Brücken. Der Kanal durchzieht die Stadt. Eine Verkehrsader für Menschen mit Zeit. Und rechts und links Ufer zum Verweilen und Flanieren. Sightseeing on the water. Vorbei an den Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen und Architekturikonen. Berlin einmal aus anderer Perspektive gesehen. Letzte Vorbereitungen für Michael Ratajczak. Alle Mann an Bord und Leinen los. Noch ist sein Schiff auf der Spree. Eine scharfe Kurve rechts und ab in den Landwehrkanal. In der Oberschleuse wird der Wasserstand der Spree mit dem Wasserstand des Kanals ausgeglichen. Die Schleuse überwindet eine Fanghöhe von sage und schreibe gerade mal 30 cm. Nur 3 Minuten zu Fuß vom Landwehrkanal entfernt, der Hallenflohmarkt Treptow an der Arena. Eine überdachte Trödellandschaft in einer alten Fabrikhalle. Hier gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Ein Sammelsurium aus Antiquitäten, Krimskrams und Ramsch. Quietschbunt, chaotisch, proppenvoll. Ein Hauch von orientalischem Basar. Feilgeboten alles zwischen kitschig bis nützlich. Ein Paradies für Schnäppchenjäger, wenn man die Augen aufhält. Also man kann hier eine ganze Menge interessante Sachen finden. Natürlich die schöne Gründerzeit, Möbel und 70er, 80er besonders. Also jetzt ist in wieder. Also Lampen, Plattenspieler und Platten aus den 70er Jahren. Und die Sofortfit-Kamera wird auch noch gefragt. Ja, das ist wieder in. Mehmet Yildirim am Verkaufsstand. Eigentlich gehört der Stand seiner Tochter, die sich so am Wochenende ihr Studium der Verwaltungswissenschaften finanziert. Doch heute kann sie nicht vor Ort sein. Eine wichtige Prüfung steht an. Da muss Papa ran. Mehmet Yildirim kennt das Geschäft und hat einen Blick für die Kundschaft. Kunden, die um Mittagszeit kommen, so ungefähr, so 12, 13 Uhr, da sind die Touristen, die vielleicht mal gerade gefrühstückt haben und dann wollen die mal etwas sehen bzw. Erinnerungsstücke kaufen, da kommen die schon mal. Zum Schluss kommen die anderen Kundentypen, die wirklich also etwas im Visier gehabt hatten und dann wollen sie zum Schluss etwas abdrücken und sagen, Mensch, ja, mach dir gerade Feierabend und möchtest du nicht das und das vielleicht mal etwas preiswerter geben und so weiter. Viele Händler haben feste Stände und müssen, wenn samstags und sonntags hier um 16 Uhr die Pforten schließen, nicht abbauen. Die Besucher kommen aus aller Welt. Sprachkenntnisse sind da gefragt. Oft ist der Fall, dass ich mal Englisch und meine Französischkenntnis in Waage stellen muss und ein bisschen polieren muss. Ja. Ja, und dann wird Kommunikation hergestellt und dann wird verkauft oder nicht verkauft. Antikes bis unter die Dachkante. Seit über 20 Jahren wird hier gefeilscht, was das Zeug hält. Trödel auf über 3000 Quadratmetern. Für Käufer und Verkäufer gilt die goldene Regel, der Preis ist Verhandlungssache. Der Kunde fragt erst mal, was es kostet und woher das ist, meistens der Fall. Und kleine Geschichte. Ja, wenn man alle drei irgendwie unter einen Hut bringen kann, da kann man also gut verkaufen. Einhunderttausend Dinge. Und jedes Ding hat seine Geschichte, seinen Lebenslauf. Patina der Vergangenheit.
Nostalgie und Rock'n'Roll. Ich sehe schon mal, ja, das ist eine familiäre Atmosphäre, besonders hier in diesem Flohmarkt, dass man auch noch zusammen frühstücken tut und dann, dass man auch noch also mit dem Teeglas irgendwo mit einem Tablett unterwegs ist und dann bittet, na, möchtest du mal Tee trinken, na, du möchtest auch noch und so weiter. Das ist wunderschön, ja, dass man auch noch unterhält, wenn man morgen hier kommt und dann guten Morgen, schönes lächelndes Gesicht und so weiter, schön. Back on the road again. Zurück auf die Wasserstraße. Gelöste Stimmung bei Michael Ratajczak und auf der Spree kommt es. So heißt das Schiff. Bin früher zur See gefahren. Und als ich dann aufgehört habe mit der Seefahrt, habe ich mir also an Land was gesucht. Und bin als Decksmann hier eingestiegen. Bin 2 Jahre als Matrose gefahren und konnte dann die Prüfung zum Schiffsführer ablegen. Und bin dann Schiffsführer geworden. Von den Weltmeeren auf den Landwehrkanal. Hier ist der Wellengang nicht ganz so hoch. Ich freue mich immer, wenn die Leute ruhig da sitzen, die Fahrt genießen. Nicht so schön ist, wenn Unruhe auf dem Dampfer ist. Ja? Die Leute ständig vor den Brücken aufstehen, das ist für uns nicht so schön. Hat man ja auch öfter. Ich meine, wir passen auf. Ne? Dass keiner gegenstößt, aber Unruhe ist nicht so schön auf dem Schiff. Ne? Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Ganz Berlin ist von Investoren und Miethain besetzt. Ganz Berlin? Nein. Ein von unbeugsamen Idealisten bevölkertes Bauwagendorf leistet Widerstand gegen die Gentrifizierung der Stadt. Die Wagenburg Lohmühle. Hier lebt seit über 17 Jahren Babette Erdmann. Sie hat viele Berufe. Kindergärtnerin, Sozialarbeiterin, Clown und DJ. Aufgewachsen ist sie in Nordrhein-Westfalen, doch das war irgendwann nicht mehr ihre Welt. Sie wollte weg, suchte nach alternativen Lebensformen und wurde bald fündig. Ich hatte Leute kennengelernt, die im Bauwagen gewohnt haben. Und ich habe mir gesagt, okay, ich fahre einmal nach Hamburg, einmal nach Berlin. Ich entscheide mich, wo ich leben möchte. Und beim zweiten Mal habe ich einen Bauwagen und einen Platz, wo ich leben kann. Ich wollte unbedingt auf irgendeinem Platz leben, auf einer Wagenburg in Hamburg oder in Berlin. Und dann ist es Berlin geworden. Ein Zuhause mitten im Grünen, mitten in der Stadt. Babette Erdmann organisierte sich einen alten Bauwagen und richtete sich häuslich ein. Sie liebt das freie, unabhängige Leben. Es ist toll, gemeinschaftlich am Lagerfeuer zu sitzen, zusammen zu kochen, zusammen zu essen, zusammen zu frühstücken, seit Jahrzehnten zusammenzuleben und den anderen sehr gut zu kennen. Wir machen auch Sommerfeste, Frühlingsfest und viele andere Veranstaltungen. Das macht auch immer viel Spaß. Es ist einfach wunderschön, in einer großen Gemeinschaft zu leben und dann dabei noch so nah an der Natur zu sehen, wie die kleinen Sonnenblumenkeimlinge sich Richtung Sonne recken. 18 Bauwagen als utopisches Projekt, aber mit Pachtvertrag. 20 Menschen, die sich gerne nach der Sonne recken und nach den Sternen greifen. Sie leben ihren grünen Traum. Ein Areal mitten in der Großstadt und doch alles andere als ein normales Großstadtleben. Also wir sind hier im Veranstaltungsbereich, hinter mir ist die große Bühne, da haben wir noch einen Holzbunker, hinter der Bühne befindet sich im Zelt nochmal ein Veranstaltungsbereich für den Winter, hinter euch haben wir eine Strandbar, hier haben wir den Tresen, alles komplett aus recyceltem Material konstruiert. Summertime and the living is easy. Trotzdem gibt es schönere Jahreszeiten. Die schönste Jahreszeit ist Frühling und Herbst, weil wir sind ja nicht so dick isoliert wie Wohnungen oder Häuser. Das heißt, das kann im Sommer auch sehr heiß werden.
Die schönste Tageszeit ist für mich morgens. Und es ist aber auch schön, wenn man im Bett liegt und beim Einschlafen den Regen aufs Dach prasseln hört. Am Wochenende ist es häufig sehr, sehr laut. Weil am Ende des Landwehrkanals sind ja einige Techno-Clubs und dann kommt übers Wasser der tiefe Bass. Die Wagenburg lebt weitgehend autark. Strom kommt nicht aus der Dose, Wasser nicht aus dem Hahn. Ein wenig romantisch und auch asketisch veranlagt sollte man hier sein. Es ist natürlich auch ein hartes Leben. Zweimal in der Woche befülle ich meine Kanister in der Wohnung von einer Freundin und schleppe das Wasser hier hin. Die Solaranlage muss immer wieder überarbeitet werden. Ich bin immer wieder am Holzhacken. Aber es ist halt wunderschön und ich möchte mit niemandem tauschen. Zu DDR-Zeiten lag das Gelände im Todesstreifen, war Grenzgebiet. Karger Beton statt sattem Grün. Die harte politische Realität unserer Tage, die jüngste Geschichte der zerrissenen Stadt, wird hier an der Lohmühlenbrücke sichtbar. Dass hier mal die Mauer stand, das ist auch immer wieder im Kopf. Und dass wir es geschafft haben, aus diesem kargen Gelände, auch diesem verseuchten Gelände, so ein tolles Stück Natur und so eine tolle Gemeinschaft aufzubauen, ist das Beste, was man machen kann. Es ist wichtig, dass es immer noch kleine Utopias überall auf der Welt gibt, wo Menschen die Gelegenheit haben, eine bessere Welt zu konstruieren. Wir haben ja alle so ein paar Boote und dann gehen wir manchmal auf den Kanal und schippern so ein bisschen rum. Und das ist wunderschön. Schippern auf dem Landwehrkanal. Paddeln, das ist eine Leidenschaft von Thomas Rojan. Und wer sein Boot liebt, der schiebt wenigstens die letzten Meter. Thomas Rojan lebt und arbeitet nur ein paar Meter vom Kanal entfernt als Geigenbaumeister. Schon in den 90ern lebte er kurz in Berlin. Das Handwerk des Geigenbaus erlernte er in Süddeutschland. Mein Herz schlug aber für Berlin. Ja. Also, als ich runterzog, wusste ich, ich werde irgendwann auch zurückkommen. Ja. Und er hat eine Ausschau gehalten nach einer Wohnung, nach einer Werkstatt, wo ich praktisch meine Werkstatt aufbauen konnte. In den 90er Jahren war es noch sehr einfach. Da hat man noch von der Hausverwaltung einen ganzen Schlüsselbund bekommen. Man konnte sich die Wohnung aussuchen. Hier war es also jetzt 2012 bin ich hierher gezogen, war es ein bisschen schwieriger. Ja. Aber glücklicherweise habe ich diese schöne Werkstatt hier gefunden. Es ist auch ein sehr schöner Kiez. Die Straße ist auch ganz ruhig, man geht ums Eck und man ist in der Welt draußen. Man hört Spanisch, Französisch, Englisch. Wenn meine Fenster offen sind, dann höre ich immer die Leute stehen bleiben und sagen, oh, guck an, ein Geigenbauer. Und dann kommt man vielleicht auch ins Gespräch und ja, ich lasse sie rein und zeige ihnen die Werkstatt. Rund 2 Dutzend Geigenbauer gibt es in Berlin. In einer Vitrine präsentiert Thomas Rojan ausgewählte Stücke seiner Kunst. Eine musikalische Manufaktur. Geigen made in Berlin. Und jede Geige ist auch ein Stück Lebenszeit. Denn die handgefertigten Instrumente entstehen nicht von heute auf morgen. Also ich bin schon mehr so einer, der exakt arbeitet, ja. Mein erster Beruf war technischer Zeichner. Da muss man schon sehr präzise arbeiten. Geigenbau ist Millimeterarbeit. Und vor allem eine Frage der Konzentration. Ein falscher Schnitt und die Arbeit von Tagen ist futsch. Eine ruhige Hand ist gefragt und die hat Rojan. Ich hatte auch sehr gute Meister, die auch deutschlandweit bekannt sind. Und jeder hat so seinen, wie soll ich sagen, Steckenpferd oder sagt man das so. Der eine war mehr ja, so ein Wissenschaftler, der geforscht hat. Der andere hat sehr schöne Kopien gemacht. Wiederum anderer, der war sehr präzise im Neubau. Also so, hat mehr so für Wettbewerbe Instrumente gebaut.
Also ich habe von allen, glaube ich, so ein bisschen was mitgenommen. Jeder Geigenbauer hat so seinen, ja. Thomas Rojan begann erst mit 27 Jahren das Geigenspiel und baute gleich seine erste Geige. Zunächst muss man für jedes Instrument die Modelle bauen, die Schablonen herstellen und das dauert schon ein bisschen. Bis zum fertigen Instrument kann es ja, so gut einen Monat dauern. Also 180 Stunden, sagt man, braucht man. Ich brauche ein bisschen länger, ich glaube, ich bin der langsamste Geigenbauer überhaupt. Ein wenig spielen sollte ein Geigenbaumeister schon können. Ein Virtuose aber muss er nicht sein. Auch Antonio Stradivari konnte besser Geigen bauen als spielen. Apropos Stradivari, ganz so teuer sind diese Instrumente nicht. Ab 9.000 Euro kann eine handgemachte Geige schon mal kosten. Wer so viel Geld nicht ausgeben will, kann sie auch mieten. Kundschaft bei Rojan. Ein Geiger der Berliner Symphoniker ist zu Gast. Sein Instrument braucht eine Reparatur. Erst ein fachmännischer, kritischer Blick, dann zufriedene Gesichter und ein kurzes Probespiel. Auch der Sandmann paddelt gerne. Das aber ist wohl nicht der Landwehrkanal. Der Kanal zwischen Treptow und Kreuzberg. Nichts deutet heute mehr darauf hin, dass am linken Ufer einst die Mauer stand. Freizeitszenen am Rande Kreuzbergs. Jenseits des Landwehrkanals, also eigentlich auf Ostberliner Grund, ist das Ufer zur verschwiegenen Zuflucht geworden. Eine Zone der Stille, deren Benutzer der Mauer den Rücken kehren. Diesseits des Kanals lagern die fremdländischen Berliner. Und mittendrin sind die deutschen Hundefreunde, immer auf der Suche nach einem Auslauf. Das Vorfeld der Mauer ist in den innerstädtischen Ballungszentren und in den Gegenden am Rande zu einem eigenen Stadtteil geworden. Hier finden die Bürger noch Freiräume für sonst schwer realisierbare Aktivitäten. Manchmal am Rande der Legalität und immer im Widerspruch zur traurigen Realität, an die sie sich gewöhnen mussten. Ausflugsdampfer auf dem Landwehrkanal. Seit Jahrzehnten ist das ein vertrautes Bild. Ein Kanal ist eine nüchterne Sache, ein Wasserweg von Menschenhand. Er entspringt nicht, er mündet nicht, er beginnt und hört auf, ganz nach dem Willen der Planer. Dieser hat eine Oberschleuse und Unterschleuse, aber wo ist bei einem Kanal oben und unten? Heute ist oben da, wo die Mauer liegt. Wir lassen sie hinter uns, Blick nach vorne und Blicke im Rücken. Die Mauer ist Geschichte. Aber Freiräume bietet der Landwehrkanal auch heute noch. Bei Sonnenschein tummeln sich die Berliner und Touristen am Ufer und lassen die Beine baumeln. Sie genießen das Laissez-faire. Einfach mal relaxen. Dazu taugt der mit Spreewasser gefüllte Kanal. Die Gewerbehöfe am Paul-Linke-Ufer, in den Hinterhöfen renovierte Fabriketagen. Hier haben auch die stadtillustrierten Tipp und City ihr gemeinsames Domizil. Stefanie Dürre ist Chefredakteurin des Tipp. Als sie nach Berlin zieht, ist der Tipp fast so etwas wie ihre Rettung. Ich war damals 18, wusste nicht, wo ich unterkommen sollte, war damals auch nicht einfach, eine Wohnung zu finden. Hab dann ganz viele Zeitungen, Zeitschriften gekauft, unter anderem Tipp City und so weiter. Und habe tatsächlich mit dem Tipp in der Kantstraße ein Zimmer in einer WG gefunden. Das war meine allererste Begegnung mit Berlin und auch mit dem Tipp. Dass sie einmal für den Tipp arbeiten würde, ahnte sie natürlich nicht. Selbst Journalismus war nicht wirklich ihr Ziel. Ich habe Germanistik studiert, wie viele Leute, so ein bisschen blauäugig, dass Germanistin ja kein Beruf ist. Und bin dann über meinen tatsächlich damaligen Freund, der als Journalist gearbeitet hat, eine Fanzine, in Journalismus reingeraten. Einmal merkte ich, hey, das liegt mir ja total, hätte ich vorher gar nicht so unbedingt gedacht. Und ja,
dann ging es los. Habe ich erst für ein Fanzine geschrieben, dann habe ich tatsächlich Sportjournalismus gemacht im lokalen Kreisliga-Bereich. Und ja, irgendwann war ich dann beim Tipp. ...1972 wurde der Tipp gegründet. 5 Jahre später die City. In den Zeiten vor der Erfindung des Internets sind Stadtillustrierte ein Muss für den ausgiebigen Berliner. Das war ja sozusagen gar nicht so einfach, damals an Informationen ranzukommen, gerade was so die Off-Kultur anging, Club, Musik und so. Und klar, da hat man sozusagen das Kleingedruckte auch in den Stadtmagazinen noch ziemlich intensiv studiert, um ausgehen zu können oder das mitzubekommen, was wichtig war oder was man für wichtig hielt. Das sind die beiden ersten Ausgaben von Tipp und City. Tipp ist das erste Mal im Januar 1972 erschienen und war total dünn. Was ich ganz interessant finde, es gab schon hier damals diesen Beileger mit dem Fernsehprogramm. Und es gab auch schon Kleinanzeigen. Kleinanzeigen, Fernsehprogramm, Filmtipps. Das war der allererste Tipp auf 6 Seiten. Also wenn ich die erste City aufschlage, kann man hier die Redaktion sehen, nackt abgebildet. Das war sicher sozusagen auch eine Reaktion auf die Kommune 1 Bilder, auf die man sich da bezog. Und dann sieht man Anzeigen. Wir suchen für unseren Freund, männlich 20 Jahre, 65 Kilo, 178 Zentimeter, eine Frau. Er steht wegen Diplomarbeit so sehr im Stress, dass er nicht mal mehr auf Brautschau gehen kann. Ernst gemeinte Bildzuschriften an Chiffre. Oder aber billiges, aber okayes Mofa gesucht, Verhandlungsbasis 150 DM. Ja, es ist halt immer auch ein Spiegel der Zeit, jede Kleinanzeige. Tipp oder City, das war einmal eine echte Glaubensfrage. Fast so wie die legendäre Frage, bist du Beatles oder Stones? 5 Jahre war der Tipp der Platzhirsch in Berlin. Alle 14 Tage gab es eine neue Ausgabe. Dann gab es plötzlich Konkurrenz. Der Tipp hat einen jüngeren Konkurrenten, die Stadtillustrierte City, die ein bisschen politischer, ein wenig alternativer und nicht ganz so hochglänzend ist. Bei City ging es schon immer ein wenig alternativer zu. Das Blatt verzichtete auf Hochglanzpapier, 4 Farbseiten blieben die Ausnahme und damit auch das große Geschäft mit Markenartikelwerbung. Dennoch ist City erfolgreich, nicht erst seit sie eine Programmbeilage mit Ost-Berlin-Tipps aufgenommen hat. Gibt es in dieser Stadt einen Krieg der Stadtzeitschriften? Oh, so würde ich das nicht sagen. Ich meine, ich sehe auch nicht so aus, als ob ich irgendwelche Pläsuren davon trage. Ich würde sagen, es gibt eine Materialschlacht. Man wurde doch ganz häufig angesprochen. Also als ich dann angefangen habe beim Tipp, ganz häufig so, wenn ich gesagt habe, ich komme vom Tipp, waren so, ich lese aber lieber die City. So sozusagen, das war halt irgendwie ganz oft so, ne? Also dass das sozusagen als zwei Antagonisten empfunden wurden. Ich muss allerdings sagen, damals wurde die Welt halt, glaube ich, deutlich mehr in Antagonismen eingeteilt. Aber in der Zwischenzeit, finde ich, sind wir uns viel ähnlicher, als wir es vielleicht vorher gedacht hatten. Ja, weil wir wollen eigentlich dasselbe und das funktioniert jetzt wirklich super, die Zusammenarbeit, sodass wir sozusagen einen langen Weg gemacht haben von einer Konkurrenz oder von Antagonisten, finde ich jetzt zu einer total guten freundschaftlichen Zusammenarbeit, wobei wir doch versuchen, die Profile eben immer noch ein bisschen oder die Profile zu schärfen und auseinanderzuhalten. Seit Anfang 2016 erscheinen Tipp und City beim gleichen Verlag, haben eine gemeinsame Redaktion, die Berlin liebevoll kritisch betrachtet. Synergien sollen aus wirtschaftlichen Nöten befreien. Wo es alles und noch mehr im Netz gibt, für lau und per Mausklick, da haben es Zeitschriften wie Tipp und City schwer. Aber der Elan ist ungebrochen. Wir sind einfach in einer super interessanten Stadt. Nicht nur Deutschland, sondern eine der interessantesten Städte weltweit. Da tut sich wahnsinnig viel und sind unheimlich viele tolle Leute hier, die einfach unheimlich interessante Ideen haben. Und das versuchen wir schon irgendwie auch in den beiden Heften abzubilden. Tipp und City hatten schon viele Adressen in Berlin. Hier am Paul-Linke-Ufer fühlt man sich endlich irgendwie angekommen. Das ist schon eine tolle Gegend jetzt hier so für uns. Ich finde schon, dass wir halt jetzt einfach an einer super Stelle sind, weil das eben, glaube ich, so Kreuzberg immer noch eine der interessantesten Bezirke auch ist in Berlin.
da einfach total viel los ist. Und es macht einfach Spaß, hier mittags rauszugehen. Eine super Auswahl, wo man irgendwie was essen gehen kann. Man kann sich an den Kanal setzen. Es ist einfach eine tolle Gegend, die eben auch diesen urbanen Spirit irgendwie hier so trägt. Ja. Die tolle Gegend lockt auch Spekulanten. Seit einigen Jahren ist das Paul-Linke-Ufer eine feine Adresse. Die Mieten vervielfachen sich. Viele der alten Anwohner sind fortgezogen. Neue, besser betuchte kommen. Die große Gentrifizierung. Anderes aber bleibt ganz beim Alten. An der Cottbusser Brücke zwischen Kreuzberg und Neukölln, direkt am Landwehrkanal, liegt die Ankerklausel. Eine Berliner Institution. Ein Geheimtipp in vielen Reiseführern. Seit 1995 betreiben Ludger Schallenberg und Claudia Aumüller die lässig-maritime Kneipe. Ein Ort, an dem die Zeit nicht so wichtig ist. Wir hatten ursprünglich eine andere Kneipe, seit 1989 das Wiener Blut in der Wiener Straße. Es war eine reine Kneipe, eine Bar. Und dort haben wir immer zum Jubiläum eine Schifffahrt gemacht mit der Reederei Riedel. Und die haben gesehen, dass wir dieses Boot voll kriegen und haben uns irgendwann gefragt, möchtet ihr nicht die Ankerklause pachten? Ich habe erst gesagt, was, die Kaschemme? Weiß ich noch, keinen Fall. Dann haben wir es uns angeguckt und dachten, ach, da könnte man was draus machen. Da ich Segler bin und so, liebe ich das halt am Wasser. Ich bin gerne in Hamburg, ich bin St. Pauli-Fan. Und dann haben wir das eben auch hier so maritim gestaltet anschließend. Das Publikum ist hier sehr bunt. Da kommt dann auch schon mal eine alte Oma, die auch ihr Wiener Würstchen bekommt und einen Kaffee trinkt. Und es ist sehr gemischt, junge Leute. Kaffee trinken, frühstücken und dabei Schiffe schauen. Urlaubsfeeling am Kanal. Nur der Koch hat Stress. Da haben wir viel experimentiert und bis wir dann irgendwie so einen richtigen Weg raus hatten. Das ging ja sofort relativ gut los hier. Das war halt so ein Spot am Wasser, den es hier bisher so in der Ecke nicht gab, ne? Mit dem Balkon über dem Wasser. Und das waren unsere Disco-Abende, waren laute, heftige Abende, immer donnerstags. Der ist dann ja auch sehr bekannt geworden, der sogenannte Donnerstagsclub. Kreuzberg bei Nacht, eine Reise irgendwo zwischen gestern und morgen. In der Ankerklause direkt an der Cottbusser Brücke hat der verspielte Berliner Partygeist Einzug gehalten. Zwischen Rettungsreifen und Ankern ist hier der allabendliche Sport. An der Jukebox selber DJ spielen und die Musik bestimmen. Die Jukebox ist immer noch, seit über 20 Jahren, das Herz der Kneipe. Claudia Aumüller und Ludger Schallenberg sind abends nur noch selten vor Ort. Lieber genießen sie die Zeit, bevor die Menschenmassen hier vor Anker gehen. Die Ruhe vor dem Sturm, könnte man sagen. Ich mag es auch gerne am Morgen, wenn es so leer ist wie jetzt. Und man in Ruhe seinen Kaffee trinken kann, ohne laute Musik. Und einfach nur aufs Wasser gucken, Späne angucken. Das ist natürlich total toll, hier zu sein, hier zu arbeiten. Die ganze Ecke, die lebt ja. Hier haben dreimal Markt vor der Tür zum Beispiel. Ne? Und der Verkehr, der hier rauscht. Dann hast du unten die Schiffe, die fahren. Im Sommer auch mal Touristenboote, die Dampfer, aber auch normale private Boote, die hier vorbeikommen. Ruderer, mittlerweile belebt sich der Kanal. Paddelboote, Leute benutzen den, also die Anwohner, viel mehr als früher. Ich glaube, die Leute sind einfach gerne am Wasser. Direkt neben der Ankerklause noch so eine Berliner Institution, der Wochenmarkt am Maybachufer. Über 100 Händler bieten hier zweimal wöchentlich ihre frischen Waren an. Und das seit bald 100 Jahren.
Wochenmärkte waren schon immer hervorragende Kommunikationszentren. Wer auch immer vom problematischen Miteinander zwischen eingesessenen Berlinern und ihren Mitbürgern aus Südosteuropa spricht, auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln funktioniert die Verständigung. West-Berlin hat 40 städtische Wochenmärkte. Ein Quadratmeter Marktstand kostet, je nach Bezirk, zwischen 40 Pfennig und einer Mark. Der Ton ist rau, aber herzlich. Eine Mark. Eine Mark. Ja, für eine Mark hätte ich ihn auch genommen, für eine Mark. Das kann ich mir vorstellen. Eine Mark, die wollen alles geschenkt haben. Da, für ein Scheißhausfenster. Der Markt am Maybachufer ist auf jeden Fall eine gesunde Mischung von Treffpunkt, Handelsplatz und Schaugeschäft. Eine lebendige, farbenfrohe Insel im Berliner Häusermeer. Ein beliebter Treffpunkt ist der Markt bis heute geblieben. Hier wird gedrängelt und geguckt. Hier werden lautstark Waren feilgeboten und manchmal auch gefeilscht. Ich finde einfach die Leute hier so tiefenentspannt. Ich mag diese viele Studenten, viele nette junge Leute. Es macht einfach nur Spaß. Es sind ziemlich viel einfache Leute. Ich kenne es von anderen Märkten, wo es ein bisschen gehobener alles zugeht. Das ist viel für Großfamilien auch geeignet. Wenn sie sagen, die verbrauchen die Lebensmittel ein bisschen schneller, weil vieles halt ein bisschen reifer ist. Aber auch sehr schöne Sachen, außergewöhnliche Sachen. Man kriegt hier eigentlich so ziemlich alles. Die Berlinerin Susanne Niederheiser verkauft hier seit 7 Jahren Blumen. Jeden Dienstag, jeden Freitag. Alle Farben, alle Formen. Meerestiere aus Süß- und Salzwasser. Am nächsten Stand Obst und Gemüse. Stoffe und Kurzwaren, Gewürze, Schmuck und Gebäck. Tausende Düfte, tausende Gerüche. Babylonisches Sprachengewirr. Der Markt, ein Fest der Sinne. Natürlich hat auch eine Blumenverkäuferin ihre Lieblinge. Für mich sind es immer noch die Hortensien. Kunden gehen auch oft nach dem Preis. Da sind Rosen zurzeit im Angebot. Aber auch Lilien werden super gerne genommen. Also wir haben ganz viele Stammkunden für Lilien auch hier. Susanne Niederheiser hat schon auf vielen Märkten in Berlin verkauft. Doch hier fühlt sie sich am wohlsten. Ich finde es einfach schön. Das ist einfach eine schöne Gegend. Wir waren vorher schon mal am Hermannplatz. Da hast du halt ständig diesen Kreisverkehr um dich rum. Und hier ist einfach schön, idyllisch. Also ich mag den Markt sehr gern. Wenn ich hier Langeweile habe, würde ich am liebsten mal auf den Dampfer aufspringen und mitfahren. Grünanlagen und bizarr wirkende Häuserfassaden am Linke- und Planufer, verspielte Giebel- und Stuckfassaden aus der Zeit des Jugendstils. Ja, die Geschichte des Landwehrkanals und seiner Ufer ist ein Stück Berliner Geschichte. Friedrich Wilhelm IV. Hatte 1845 bis 1850 den alten Graben zu einem schiffbaren Kanal ausbauen lassen. Sein Nachfolger, Kaiser Wilhelm I., ließ dann mehr als 30 Jahre später diesen Schifffahrtsweg erweitern. Großstadtidylle. Die Handschrift des Industriezeitalters vom Beginn dieses Jahrhunderts. Großstadtidylle auch 100 Jahre später. An lauen Sommerabenden ist die Admiralsbrücke ein beliebter Party-Hotspot für junge Leute. Englisch, Spanisch, Deutsch. Es geht international zu und laut. Nicht immer zur Freude der Anwohner. Einfahrt in den Urbanhafen. Dort, wo heute Berliner in der Sonne liegen, lagen vor 100 Jahren noch große Frachter. In Betrieb genommen Ende des 19. Jahrhunderts existierte der Hafen aber keine 70 Jahre, verlor schon in den 20er Jahren an Bedeutung. Dann wurden große Teile des Hafenbeckens zugeschüttet. Aber nirgendwo ist der Kanal so breit wie hier. Es war kein Festtagswetter, das der älteste Berliner Kanuverein hatte. 16 Berliner Vereine hatten für die Kurzstreckenregatta im Urbanhafen ihre Kajaks und Kanadier gemeldet. Und hier das Startkommando. Fertig, los! Sofort setzt sich auf der Außenbahn unterhalb der Kohlenhalden
die Mannschaft von Blau-Weiß an die Spitze des Feldes und gibt sie bis ins Ziel hinein nicht mehr ab. Es siegt der Kajakvierer von Blau-Weiß vor Ruder- und Kanuverein 1928 und Kanu-Club Charlottenburg. Die Hafenanlagen sind heute Geschichte. Seit 1970 dominiert ein großer Betonkoloss das Areal. Der Neubau des Klinikums am Urban. Berlin hat ein neues Krankenhaus. Wir haben uns schon das neue Haus näher angesehen. Das mit seinem V-förmigen Bettenhaus charakteristische Gebäude ist, obwohl es mitten in der Stadt liegt, auf drei Seiten von Grün umgeben. Auf dem Dach des Bettenhauses entstanden windgeschützte Sonnenterrassen für Patienten. Martin Hähnel ist Oberarzt am Urban. Er ist ein Fachmann für Geburten. Seine eigene liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Ich weiß, dass ich an einem grauen Montagmorgen geboren wurde. So ungefähr wie heute das Wetter ist. Während des Studiums bin ich nach Berlin gekommen. Da war ich Mitte 20 und habe eigentlich gleich in Kreuzberg gewohnt. Und habe das dann bis zum dritten Kind geschafft. Dann wurde die Wohnung zu klein und dann mussten wir an den Stadtrand, an den Waldrand ziehen. Neben dem Neubau das alte Urban, eröffnet 1890. Heute sind hier Wohnungen. Ein Krankenhaus mitten im Kreuzberger Kiez. Das Klinikum am Urban liegt in einem total vielfältigen Stadtviertel, wahrscheinlich in dem vielfältigsten Stadtviertel deutschlandweit. Und das macht halt die große Herausforderung, dass wir jeden Tag bei jeder Geburt rausfinden, was ist die Besonderheit bei diesem Mensch, der einem neuen Menschen das Leben schenkt, dass wir bei der Geburt so unterstützen können, dass es eine möglichst schöne Geburt wird. Über 1500 Kinder werden hier jährlich geboren. Die Eltern kommen aus aller Welt. Da ist Australien, Neuseeland, Japan, Mexiko, Lateinamerika, ist eigentlich alles dabei. Die Krankenzimmer, keins von ihnen liegt zur Nordseite, sind hell und freundlich. Einmalig in Europa ist die automatische Bettenzentrale. Noch ist man bei den Vorbereitungsarbeiten, doch zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme werden hier Betten, Bettzeug und Nachttisch der Patienten einer auf Bakterien kontrollierten Dampfdesinfektion unterzogen. Die Entbindungsabteilung hat 6 voneinander getrennte Kreissäle. Das bedeutet für jede werdende Mutter die Garantie einer Einzelentbindung. Keine Geburt ist wie die andere. Und jedes Baby hat seine eigene Persönlichkeit. Also eine Geburt ist immer was Besonderes und immer was Tolles. Und da bleibt immer eine tolle Magie. Man guckt immer, wann macht das Kind den ersten Atemzug und wie passt sich das an das neue Leben außerhalb der Gebärmutter und der Mutter an. Aber was am meisten bewegt, ist oft die Reaktion der Eltern, wenn die dann ganz glücklich das Kind entgegennehmen und sich auf die Brust legen und das erste Mal kuscheln und die Tränen kullern. Das ist der schönste Augenblick eigentlich. Stolze Eltern. Und manchmal gibt's als kleinen Dank ein Leckerli für den Doc. Nicht immer gut für die Linie. Wir kriegen immer diese blöden Süßigkeiten geschenkt, wo wir doch eigentlich gerne gesund und bewusst leben wollen und uns über Obstkörbe besonders freuen. Zurück zum Kanal. Zurück in die Vergangenheit. Leinen los und die Schraube wirbelt das dunkle Wasser des Hafenbeckens auf. Etwa eine Stunde Fahrt liegt vor uns. Wir müssen versuchen, Ihnen den Landwehrkanal, seine Ufer und Brücken in kürzerer Zeit zu zeigen. Selbst die Industrieanlagen wirken aus dieser Sicht romantisch. Großstadtromantisch, besser gesagt. Immer wird irgendwo gearbeitet an dem 11 Kilometer langen Wasserweg, mit dem so viele Geschichten aus dem alten Berlin verwoben sind. Seemann, was das Träume, denk nicht.
Die ideale Dampferfahrtemperatur, würde ich sagen, ist so 24 Grad. Da schwitzt man nicht. Ich glaube, da fühlen sich auch die Leute wohl. Wenn es zu heiß ist, ist es nicht so schön. Ne? Also, das ist ja auch ein Brutkasten im Prinzip, wenn das so warm ist. Ja. Wenn es zu kalt ist, ist es auch nicht schön. Also 24 Grad ist eigentlich so die ideale Dampferfahrtemperatur für mich. Doch manchmal geht es an Bord etwas heißer zu. Fällt mir jetzt auf Anhieb eine Fahrt ein, die wir letztens hatten, eine Tanzveranstaltung mit, ich glaube, das waren Mittelamerikaner. Die haben so richtig schön abgetanzt hier, sodass der Dampfer so gewackelt hat, dass ich hier wie auf dem Pferd im Steuer saß. Also so extrem hat er noch nie gewackelt. Und weiter geht's mit einem kleinen Abstecher. Ein paar Minuten vom U-Bahnhof Hallisches Tor entfernt, ein merkwürdiges, faszinierendes Gebäude, das Jüdische Museum Berlin. Ein Zickzackbau aus Titanzink. Das größte jüdische Museum Europas ist ein architektonisches Monument, ein begehbares Kunstwerk, entworfen von Star-Architekt Daniel Liebeskind. Seit 2014 ist Peter Schäfer Direktor des Museums. Ich habe das Gebäude zum ersten Mal betreten, als es noch leer war. Und wie viele Besucher, es waren ja ganz viele Besucher damals, als es offen war und noch nicht als Museum bespielt war, wie man sagt, da war es ein unglaublich eindrucksvolles Erlebnis. Bis dahin, dass viele Besucher, Besucherinnen der Meinung waren, man sollte es leer lassen, als Holocaust-Memorial stehen lassen. Man hat sich entschieden, das nicht zu tun. Ich finde das gut so, dass man es als Museum hat weiterhin bestehen lassen. Aber die Architektur ist in diesem Museum sehr stark. Schiefe Wände, Betonschächte ohne erkennbaren Sinn, Gänge, die ins Leere laufen. Die Architektur soll die Besucher desorientieren, will verunsichern. Sich kreuzende, schräg verlaufende Fenster, scheinbar beliebig gesetzt, lassen von außen keine klare Geschossgliederung erkennen. In einem leeren Saal 10.000 Gesichter aus Stahlblech. Das ist eine unserer großen Attraktionen. Das wird sehr viel besucht. Und die ursprüngliche Idee des israelischen Künstlers Menashe Katishman ist ja gewesen, alles Leid, Verfolgungen, Kriege auch, nicht nur Kriege gegen Juden, Kriege und nicht Verfolgungen, nicht nur von Juden, sondern als menschliches, als Menschheitsproblem hier zu symbolisieren durch die Gesichter mit den aufgerissenen Mündern auf dem Boden. Das Interessante ist an dieser Installation ist ja, dass sie im Jüdischen Museum in der Wahrnehmung der Besucher immer mehr als Symbol wahrgenommen wird für den Holocaust. Die Idee ist ja, dass man darauf rumläuft. Das macht Krach, das macht Lärm. Ich muss sagen, ich persönlich gehe dann nicht gerne drauf. Aber wenn Sie dann eine Schulklasse haben, die da fröhlich drauf rumtrampelt, dann bringt sie das zum Nachdenken. Also das ist etwas, was die Menschen hier sehr stark anspricht. Über eine halbe Million Menschen besuchen jedes Jahr das Jüdische Museum Berlin. Seit seiner Eröffnung 2001 sind es über 10 Millionen. Zurück zum Kanal. Flussschifffahrt heißt die Skulptur neben dem U-Bahnhof Hallisches Tor. Hier fährt als Hochbahn die U1 und Untergrund die U6. Aber oben gibt es mehr zu sehen. Hoch über den Köpfen der Schifffahrtsgesellschaft schwebt eine Douglas C-47 Skytrain, ein Rosinenbomber. Eigentlich schwebt die Maschine nicht, sie ist gut verteut. Doch wie kam sie hier hoch? Unter großem Aufwand, die gesamte Aktion kostete rund 135.000 Mark, rollte die Maschine dann vom Columbia-Damm über den Mehringdamm. Für die freie Fahrt des Bombers mussten 8 Autos und ein LKW abgeschleppt werden. Auch Ampeln konnten den Konvoi nicht stoppen, sie wurden kurzerhand ausgeschaltet und ummontiert. 8. Mai, 9 Uhr morgens. Ein spektakulärer Drahtseilakt nimmt seinen Lauf. Eine Weltpremiere, an deren Erfolg noch bis zuletzt große Zweifel bestanden. 7 Monate lang arbeiteten die Spezialisten auf diesen einen Tag hin. Ein erster Erfolg, das Flugzeug hängt. Nun kommt das Finale. Die Spannung steigt. In 20 Meter Höhe platziert der Kranführer das Flugzeug millimetergenau auf dem Dach.
Der Rosinenbomber ist eines der Prunkstücke des Deutschen Technikmuseums. Come fly with me, let's fly away. Der Traum vom Fliegen. Durchstarten, abheben, schweben. 200 Jahre Fluggeschichte auf 6000 Quadratmetern. Let's fly away. Ein Segelapparat von Otto Lilienthal. Ein Kampfflugzeug. Auch die Geschichte der Schifffahrt, der Automobile oder des Fahrrads wird hier erzählt. Direktor Dirk Böndl liebt seine Exponate. Ich glaube, am meisten wissen die Besucherinnen und Besucher zu schätzen, dass sie es hier mit Originalen zu tun haben. Es ist nichts Virtuelles, das nutzen wir manchmal zur Unterstützung in der Ausstellung, aber man sieht hier wirklich Originale. Und das ist eben das, was das Museum besonders macht. Beliebt sind die großen Abteilungen, die Luftfahrt, die Schifffahrt und der Schienenverkehr. Mehr als 40 Lokomotiven und Eisenbahnwagen aus der Zeit zwischen 1843 und 1980 lassen sich bestaunen. Neben den ganzen Originalen gibt's auch Modelle, maßstabsgetreu, detailversessen. Und mittendrin das begehbare Dampfschiff Kurt Heinz. Wir haben einige sehr, sehr seltene Exponate, aber mir gefällt auch unser Kaffenkahn hier sehr gut. Das ist sozusagen das Leitfossil in der Schifffahrtsausstellung. Ich war für Schifffahrt mal zuständig. Und es ist eben kein Prunkschiff, sondern es ist ein Arbeitspferd, wie es zu Tausenden hier in Berlin, in Brandenburg, in Polen eingesetzt wurde. Aber der einzige, der bisher geborgen worden ist. Ältestes Berliner Schiff auf letzter Fahrt. Vergangene Nacht wurde am Landwehrkanal ein Kaffenkahn von 1840 aus einem Frachtschiff gehoben, um im Technikmuseum seinen letzten Ankerplatz zu finden. Seinen Namen hat das Schiff von den zur Spitze hochgebogenen Bodenbrettern, der Kaffe. Geborgen wurde der Lastkahn 1987. Fischer hatten sich beklagt, dass an einer Stelle in der Hafen immer ihre Netze zerrissen. Als wir, oder vielmehr ein Berliner Tauchclub, die ganzen Dachziegel unter Wasser beiseite geschafft hat, schwamm das Schiff von selber auf. Wir haben es dann abgeschleppt, haben es geborgen sozusagen, haben es an Land gebracht und konserviert. 33 Meter Länge. Der 21 Meter hohe Mast ragt bis in die vierte Etage. Die Schiffe wurden benutzt einmal, um Baumaterialien wie hier Dachziegel oder auch Nahrungsmittel nach Berlin reinzubringen und Industriegüter aus der wachsenden Industriemetropole dann wieder ins Umland herauszubringen. Und damit haben die Schiffe tatsächlich zum Wachstum Berlins viel beigetragen. Es gibt ja auch diesen Spruch, Berlin ist aus dem Kahn gebaut. Auch eine alte Uhr gehört zu Dirk Böndls Lieblingsstücken. Ja, das ist ein ganz besonderes Exponat in unserer Sammlung, das persönliche Chronometer von Alexander von Humboldt. Und was dieses Stück besonders macht, ist eine handschriftliche Notiz von Alexander von Humboldt, in dem er verfügt, das Chronometer wird dem Leiter der Berliner Sternwarte gegeben und nur er, der Leiter, darf das, einmal am Tag muss es sein, aufziehen, damit es in meinem Gang bleibt. Der Chronometer steht seit Jahren still. Doch im Spektrum bewegt sich was. Kinder lassen sich ja sehr, sehr leicht faszinieren. Unser Spektrum finden sie ganz toll, wo sie Experimente machen können. Das macht einmal Spaß und ich glaube, da nimmt man auch am ehesten was mit, wenn sich was bewegt, wenn sie was selber machen können und wenn was erklärt wird. Und was ist der Lieblingsplatz des Direktors? Der Museumspark, ganz eindeutig, weil es einfach herrlich ist, wenn man so viel Technik den ganzen Tag um sich herum hat, dass man dann rausgehen kann und sich in die Natur setzen kann, wo man eben einen ganz, ganz anderen Eindruck hat. Darum lohnt sich ja auch im Sommer durchaus ein Besuch unseres Museums. Früher war hier das Betriebsgelände des Anhalter Bahnhofs. Neben Lokschuppen und alten Gleisanlagen stehen auf 12 Hektar auch alte funktionierende Windmühlen. Ein amerikanisches Windrad. Eine historische Brauerei.
ein Wasserturm und eine Schmiede mit Wasserrad. Mitten im Grün verfallene Ruinen des alten Bahnhofsgeländes. Noch ein kurzer Blick vom Dach. Am Horizont die Moderne, das neue Berlin. Dort, wo zu Mauerzeiten öde Steppe war, ragen nun Wolkenkratzer gen Himmel. Aus Berlins größter Baustelle entstand ein eigenes Zentrum. Nirgendwo ist Berlin urbaner als am Potsdamer Platz. Und plötzlich wieder Großstadt-Tristesse, das Kulturforum. 5 hochklassige Museen in unmittelbarer Nachbarschaft, eigentlich ein kultureller Hotspot. Doch meistens herrscht hier gähnende Leere. Nur ein paar Meter weiter, Herbert von Karajan Straße 1, ein optisches, ein akustisches Highlight, die Philharmonie. 6.260 Quadratmeter Musik. Seit heute ist das Gebiet zwischen Matthäi-Kirchplatz und Kemperplatz mit neuem Leben erfüllt. Die Großstadt ist um ein Stück reicher geworden. Zahlreiche Ehrengäste und bekannte Persönlichkeiten des kulturellen und politischen Lebens unserer Stadt bahnten sich heute von improvisierten Parkplätzen aus, vorbei an noch immer tätigen Bauarbeitern den Weg zur Eingangshalle dieses wohl imposantesten Bauwerks des jungen Berlin. Vorurteile und Skepsis schienen heute pauschal aufgegeben zu werden. Sie wichen einer spontanen Begeisterung und Zustimmung zu dieser atemberaubenden Schöpfung moderner Baukunst. Begeistert von der Architektur Hans Scharuns ist in den späten 70ern auch der junge Nikolaus Römisch. Ich war ja wirklich schon auch in jungen Jahren in diesem Haus und ich habe mit meinen Brüdern irgendwie gedacht, das muss ein echter Kinderfreund gewesen sein. Ja, es war so, hatte den Eindruck, so wie so ein Spielplatz eigentlich. Also man hat nicht den Eindruck, dass es so ernst ist und dass es so ja, alles so strukturiert und so, sondern wenn man sich umguckt, dann sieht man noch, es gibt ganz verwinkelte Stellen und das ist alles offen. Und ich glaube, diese Offenheit, die das Haus hat, also dass man wirklich überall auch Licht hat und dass man diese durchbrochenen Ebenen hat und auch der Saal eben nicht dieses quadratische oder rechteckige Format hat, sondern sehr variabel ist. Das spiegelt eigentlich den Geist, der vielleicht hier im Haus herrscht, dann auch irgendwie so ein bisschen wider. Bald entdeckt Nikolaus Römisch seine Liebe zur Musik. Wie so oft spielt der Zufall eine Rolle. Wir waren im Urlaub und lernten ein älteres Mädchen kennen, was Cello spielte. Und sowohl mein älterer Bruder als auch ich waren fasziniert von diesem Mädchen und wollten natürlich dann auch beide Cello spielen. Und ich durfte dann. Das war sozusagen mein Privileg. Der Bruder hat dann Geige gelernt. Dreieinhalb Jahrzehnte lang eine prägende Figur in diesem Haus war der Dirigent Herbert von Karajan. Die Philharmonie nannte man auch Circus Karajani. Hier einmal Cello spielen. Jugendträume. Ich kann mich auch erinnern, ich habe auch mein eigenes Orchester schon gehört, auch noch mit Karajan als Dirigent. Ja, das waren natürlich wirklich immer so ganz besondere Highlights dann irgendwie, wenn man sowas mitnehmen konnte. Und das war immer beeindruckend natürlich. Ja. Also einfach die Perfektion zu sehen, die damals auch schon irgendwie das Orchester an den Tag gelegt hat. Und ja, auch einfach emotional mitgenommen zu werden von der Musik. Die Berliner Philharmoniker. Eines der besten Orchester der Welt. Hier zu spielen ist der Traum eines jeden jungen Musikers. Hier mal zu dirigieren, das Ziel eines jeden jungen Dirigenten. Weltweit hat das Orchester seine Fans. Die Berliner sind stolz auf ihre Philharmoniker. Und der junge Nikolaus Römisch kniet sich rein, übt unentwegt. Mit seinem Cello erringt er bald Preise. Dann darf er vorspielen und er wird aufgenommen. Er wird ein Philharmoniker. Das neue Jahrtausend hat gerade begonnen. Dann das erste Konzert selbst war dann natürlich auch ein Rausch, muss ich sagen. Das war wirklich ja, so... Das von innen raus zu erleben, was man bisher nur von außen sehen konnte und was man sich immer vorgestellt hat, das ist ein Glücksmoment. Natürlich sollte man nicht die einzelne Musik heraushören, aber das ist, glaube ich, die große Stärke, dass jeder ein Maximum an individueller Note bei gleichzeitiger Wahrung der Homogenität einbringt. Das ist, glaube ich, wirklich das, was dieses Orchester so einzigartig macht.
Die Perfektion kommt nicht von ungefähr. Auch die Besten der Besten müssen täglich üben, damit aus den über 120 Individualisten ein harmonischer Klangkörper wird, wenn der Dirigent das Zeichen gibt. In früheren Jahren lebte Nikolaus Römisch in Neukölln, direkt am Landwehrkanal. Und manchmal paddelte er sogar zur Arbeit. Ich bin dann an der Cottbuser Brücke ins Kanu geklettert und bin dann bis hier vorne bis zur Potsdamer Brücke gefahren. Hab dann das da angeschlossen. Man kann ja, es gibt so diese Steintreppen, hab's dann da hochgetragen, angeschlossen und das Paddel dann mitgenommen. Und abends ging es dann wieder zurück. Allerdings dann ohne Instrument. Das musste dann schon immer hier sein. Beschwingt geht es weiter. Der Berliner Tiergarten präsentiert sich vom Kanal aus betrachtet recht grün. Und immer wieder blicken Häuser zwischen den Bäumen hervor. Dann eine weitere Architekturikone, das Schellhaus. Gebaut Anfang der 30er Jahre. Ein Haus im Stil der neuen Sachlichkeit, ein Stahlskelettbau mit Schwung in der Fassade. Fürwahr ein Hingucker. Heute sitzt hier, wie im benachbarten Wendlerblock, das Verteidigungsministerium. Hinter dem Schellhaus liegt das Botschaftsviertel und mittendrin die Botschaft der Republik Österreich. Moderne Repräsentanz der Alpenrepublik in Deutschland. Feierliche Eröffnung war im Juli 2001. Und irgendwie geht alles ein bisschen gelöster zu. Eröffnet wird das neue Botschaftsgebäude mit Mozart, natürlich, und 350 Gästen. Auch der deutsche Außenminister ist begeistert. Mit dem Segen der Kirche wird das Gebäude eine Relaisstation des vertrauensvollen Dialogs zwischen Deutschland und Österreich, wie Bundespräsident Thomas Klestil das ausdrückte. Viktoria Wagner ist Direktorin des Österreichischen Kulturforums. Nach 2 Jahren Botschaftsdienst in Indien kam sie 2016 nach Berlin und ist überrascht. Man wirft dem Österreicher oft vor, dass er nörgelt. In Wahrheit ist er nur selten unzufrieden und im Großen und Ganzen von einem gesegneten Optimismus. Also ich komme ja aus Wien und Wien hat so in Österreich zumindest den Ruf, dass die Leute dort ein bisschen grantig sind. Und das ist mir schon sehr stark aufgefallen. Ich wohne mit meinen 2 kleinen Kindern, 2 und 5 Jahre alt, in einem Stadtteil, wo sehr viele ältere Menschen wohnen. Und in Wien ist es uns immer wieder passiert, wenn die Kinder ein bisschen lebhafter waren, dass die alten Leute einfach sehr grantig waren. Und hier ist es einfach so, dass ältere Menschen auf uns zukommen und sich mit den Kindern unterhalten. Oder einmal hat sich mein Sohn verletzt und dann ist sofort wer mit seinem Erste-Hilfe-Kasten gekommen. Also die Leute sind extrem hilfsbereit und freundlich und höflich und auch sehr geduldig. Also eine Sache, die mir sehr auffällt, ist, in Berlin muss man oft Schlange stehen und die Leute machen das einfach. Also in Österreich würden die Leute das einfach nicht machen. Die würden sich beschweren oder, also es gibt in Österreich so den Witz, bei der Billa Kassa, Billa ist eine Supermarktkette in Österreich, wenn 2 Menschen an der Kasse stehen, dann schreit schon wer, nächste Kasse bitte. Die Aufgabe von Viktoria Wagner ist es, kulturelle Projekte zu fördern und den Deutschen ein modernes Österreich-Bild jenseits aller Klischees zu vermitteln. Wie ich jung war und in Wien gelebt habe, hat man immer gesagt, naja, Wien, Wien ist ein Ort für Familien und Pensionisten. Und das ist definitiv jetzt nicht mehr so. Also es gibt unterschiedliche Gesichter von Wien. Ja? Es gibt das Gesicht, das eben Besucher, Touristen ein bisschen kennenlernen. Da gibt es eben Schönbrunn, Sissi, Mozartkugeln, klassische Musik, die Wiener Philharmoniker und so, das ist eben ein Aspekt. Aber man sieht schon, dass in den letzten Jahren aus Wien im Musikbereich, in der Popkultur sehr viele tolle Bands herausgekommen sind, die zum Beispiel jetzt in Deutschland auch bekannt sind. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass Wien in Deutschland ein irrsinnig hippes Image hat. Also Wien steht, also wird irgendwie sehr, wenn man mit Leuten so redet, mit jungen Leuten, wird Wien irrsinnig positiv bewertet. Dass die Österreicher dennoch bescheiden geblieben sind und sich an den kleinen Dingen des Lebens freuen können, auch das gefällt mir. Man nennt uns Phäaken, ich weiß. Man wirft uns vor, ein Volk der Tänzer und der Geiger und der Schlagobersesser zu sein und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen.
Ich frage Sie, ist es eine Sünde, lebenslustig zu sein? Die österreichische Sprache, das ist irgendwie weich und gemütlich für mich, ja? Und halt diese österreichischen Ausdrücke und so, die hört man halt in Berlin nicht oft oder man stößt auf Unverständnis. Also ich versuche schon immer wieder bewusst österreichische Ausdrücke zu vermeiden und dann rutscht es einem immer raus. Also meine Kinder gehen hier in den Kindergarten und letztens hat die Kindergartenlehrerin gesagt, jetzt sagt schon die ganze Gruppe Batschen zu Hausschuhen. Oder Mistkübel für Mülleimer. Was mir sehr schwer über die Lippen kommt, ist das Wort Tüte. Also das ist einfach für einen Österreicher sehr schwer. Wir sagen Sackerl. Und das ist, eine Tüte ist für uns eine Eiswaffel. Also ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Deutschlandbesuch bin ich ins Eisgeschäft gegangen, es war Sommer. Und ich sage halt, welche Eissorten ich haben will. Und er sagt, einen Becher oder eine Waffel. Und ich sage, eine Tüte. Eine Tüte raucht man in Berlin eher, als dass man sie isst. Dass Berlin immer noch eine unfertige, räudige, manchmal chaotische Stadt ist, fasziniert Viktoria Wagner. In Wien ist eigentlich alles ziemlich hübsch. Und wenn was nicht so hübsch ist, dann wird sofort repariert oder angemalt. Also es ist einfach alles irgendwie proper. Und Berlin, glaube ich, mag sehr gerne, dass es eben nicht so perfekt ist. Also dass da auch verlassene Fabriksgebäude sind oder verlassene Häuser oder wenn mal wer wo ein Graffiti draufsprüht, dass das nicht sofort wieder übermalt oder hergerichtet wird. Und diese Liebe zur Unordentlichkeit, Liebe so ein bisschen Chaos und dass halt die Dinge irgendwie von selbst entstehen oder auch nicht, das gefällt mir sehr in Berlin. Der diplomatische Auftrag erfordert oftmals ein besonderes Gespür. Wir sind die Augen und Ohren Österreichs in Deutschland. Wir sollen halt quasi über Trends, über die Entwicklungen, was die Deutschen so beschäftigt, was die deutsche Politik beschäftigt, was die deutsche Wirtschaft, was die deutsche Bevölkerung beschäftigt, dafür sollen wir ein Gefühl haben und quasi noch bevor das in österreichischen Zeitungen steht, das irgendwie berichten. Wenn ich ein guter Diplomat sein will, dann kenne ich nicht nur den Bundestag, sondern dann weiß ich auch, was quasi im Untergrund passiert sozusagen. Dann habe ich auch deutsche Freunde, die sich auskennen. Also ich habe ein Gefühl für das Land sozusagen. It's knowing that your door is always open and your pass is free to walk. Friedlich plätschert der Kanal vor sich hin, als könne ihn kein Wässerchen trüben. 1919 wurde der Tiergarten zum Tatort eines spektakulären Verbrechens. Rosa Luxemburg wurde hier ermordet, ihre Leiche in den Kanal geworfen und das unmittelbar neben einem Rettungsring. Die Leiche wurde erst ein halbes Jahr später gefunden. Die Mörder waren inzwischen verurteilt, äußerst milde. Der schützende Arm der Reichswehr reichte eben weit in der Weimarer Republik. Die Gedenktafel für die Ikone der Linken wird Mitte der 80er von Unbekannten gesprengt. Doch linker Geist ist nicht totzukriegen. Seit 1987 steht am Landwehrkanal ein deutsch-deutsches Kunstwerk. Entworfen in West-Berlin, gegossen im volkseigenen Betrieb Lauchhammer. Kamel, Zebra, Giraffe und Co. Der Zoo liegt direkt am Kanal, doch die Tiere juckt das wenig. Auch die Kamera scheint nicht zu interessieren, das kennen sie, Business as usual. Vom Elefanten gibt's einen Rüffel mit dem Rüssel. Die Giraffe blickt leicht hochnäsig und etwas despektierlich. Nur die Otter protestieren lauthals. Ansonsten bloß kein Stress zur Mittagszeit. Gepflegte Ruhe im Zoo. Hellwach ist Andreas Ochs. Er kennt den Zoo schon aus Kindertagen. Genauso alt sein Berufswunsch. Ich war mit 4 Jahren das erste Mal im Zoo und fand die Elefanten natürlich ganz toll, wie fast alle kleinen Kinder. Und habe von dem Zeitpunkt an eigentlich entschieden, dass ich Tierarzt oder zumindest Elefantenpfleger im Zoo werden möchte. Es hat sich dann glücklicherweise so gefügt, dass das auch geklappt hat. Und da bin ich auch sehr dankbar und genieße das eigentlich jeden Tag, dass man so seinen Jugendtraum auch verwirklichen konnte. Elefantenpfleger ist Andreas Ochs nicht geworden. Tierarzt sehr wohl. Ein Fulltime-Job.
Es geht los mit einer sogenannten Runde, dass man morgens mal durch den Zoo bzw. durch seine Reviere läuft und mit den Pflegern spricht und erfährt, ob mit den Tieren alles in Ordnung ist, ob es bauliche Veränderungen geben muss, ob die Tiere was kaputt gemacht haben. Sowas kommt ja auch sehr häufig vor, dass dann tagsüber repariert werden muss und möglicherweise auch sicherheitsrelevant ist. Wir haben früher eine Runde durch den ganzen Zoo gemacht. Das sind knapp 4 Kilometer gewesen, jeden Tag 1,5 Stunden. War natürlich sehr gesund, aber hat natürlich auch eine Menge Zeit verbraucht. Mit dem Fahrrad geht's schneller. Dr. Ochs auf dem Drahtesel. Ein guter Tierarzt kennt die Wehwehchen seiner Patienten. Eine verschnupfte Antilope. Die Ohrenschmerzen des Nashorns. Gorillas mit Völlegefühl. Einmal sind es die Tiere, die nach Erkrankung und Behandlung wieder gesund werden, die einem ans Herz wachsen. Aber es gibt natürlich auch Lieblingstiere, die, zu denen man Beziehung hat. Das sind sicherlich die Elefanten. Und sogar bei den Menschenaffen gibt es ein Schimpansenweibchen, was ausgesprochen nett ist, obwohl es schon behandelt worden ist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Normalerweise sehen die Tiere den Tierarzt lieber von hinten. Aber die ist ausgesprochen nett und das ist dann auch sehr rührend, wenn die sich freut, wenn man kommt. Und dann genießt man auch diese seltenen Augenblicke. Die Pinguine leiden heute nicht unter der sommerlichen Hitze. Wenn es ihnen zu heiß ist, springen sie einfach in ihren Pool. Auch Strandwatscheln ist cool. Posing fürs Publikum. Für Seelöwen gilt's, Spaß ist nass. Wir sind ja viel auf dem Publikumsteller und wir haben ja hier teilweise Fütterungen. Hier stehen bei den Seelöwen insbesondere an manchen Tagen 600, 700 Leute. Das ist, man muss sich damit schon identifizieren, ja? Wenn jemand das so als Job, sag ich mal, ohne abwerten zu meinen, aber als Job macht, der um 8 kommt und um 17 Uhr wieder nach Hause geht und dann abschaltet, ich glaube, das ist, dann ist dieser Arbeitsbereich nicht der richtige. Für Norbert Zamel und Monique Scholz ist die Arbeit hier mehr als nur ein Job. Sie sind Pfleger, Trainer und Dompteure mit vollstem körperlichen Einsatz. There's no business like show business. Warum wir trainieren, ist eben, damit wir einen besseren Kontakt zu den Tieren haben. Man kann eben tiermedizinisch eben auch einfach ein paar Sachen dann besser behandeln, ohne die Tiere eben in Narkose zu legen. Und vor allen Dingen ist es aber auch, was glaube ich auch mit der Hauptpunkt ist, so ein bisschen Beschäftigung für die Tiere, um sie eben geistig als auch körperlich eben zu fordern und zu fördern. Wir denken uns immer wieder selber Sachen aus, die man so machen kann. Wir kreieren eben viele neue Übungen. Wir gucken zwar auch mal im Internet, was machen andere, klar, um Ideen zu kaschen, aber wir suchen natürlich auch mal die neue Herausforderung, rein trainerisch schon. Und dann machen wir eben Gruppentraining oder Synchronsprünge und, und. Also diese Kreativität ist unglaublich, die wir hier letzten Endes auch haben. Und da brauchen wir auch kreative Köpfe ein bisschen für, ja? Ja, oder schließen Wetten ab. Selbst so was machen wir, ja. Wer ist schneller? Wer trainiert sein Tier am schnellsten? Und ab geht's wieder in die Tiefe. Zur Freude aller. Das ist schon sehr viel Lebensinhalt von uns. Das ist eigentlich wie ein zweites Zuhause. Ja? Wir verbringen hier so viel Zeit. Man muss sich vorstellen, man verbringt ja hier mit den Tieren mehr Zeit als mit den Partnern oder Kindern. Letzten Endes ist es ja so. Für Andreas Ochs ist der Zoo sogar sein erstes Zuhause. Er lebt in einem kleinen Haus mitten auf dem Zoogelände. Das ist toll. Er hat natürlich den Nachteil, dass man täglich im Arbeitsumfeld ist und die Geräusche kennt, die Vorgänge kennt, auch wenn man frei hat und nicht jetzt unbedingt angesprochen wird. Aber man weiß genau eigentlich, was draußen los ist. Der Vorteil ist aber, dass man mitten im Grünen wohnt und trotzdem in der Stadt und eben ganz wunderbar hier so ein bisschen praktisch wie auf dem Lande lebt. Und wenn man das Eingangstor hinter sich zumacht, dann ist das hier sozusagen eine Insel der Seligen. Ein Tag auf der Insel der Seligen. Ein Tag im Zoologischen Garten.
Hier scheinen fast paradiesische Zustände zu herrschen. Auch wenn die Otter kreischen. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Ein sanftes Rangieren und die Spreekomtesse ist in der Unterschleuse. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Und dann die Charlottenburger Schleuse. Ach ja, wir befinden uns ja auf Talfahrt. Etwa einen Meter müssen wir hier abgesenkt werden, bevor wir unsere Fahrt fortsetzen können. Alle Berliner Schleusen, bis auf die Anlage in Neukölln, werden vom Ostberliner Wasser- und Schifffahrtsamt unterhalten. Aber die SED-Zeitschrift Die Wahrheit auf dem Tisch des Schleusenwärters bleibt für Westberliner Wassersportler wohl ungelesen. Von nun an ging's bergab. Hinter einem langgezogenen Backsteingebäude erscheint ein geheimnisvoller blauer Koloss mit einer rosa Röhre. Oder ist es ein Rüssel? Sieht aus wie Pop-Art-Architektur aus den 70ern. Doch was zum Henker verbirgt sich in diesem Gebäude? Die wenigsten wissen's. Berlin Tiergarten. Inmitten weitläufiger Parkanlagen steht eines der auffälligsten Gebäude dieser Stadt. Der größte Wasserumlauftank der Welt. In diesem wie auch in den übrigen Gebäuden der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau erhalten viele Schiffe, vom Hafenschlepper bis zum Ozeanriesen, ihre optimale Form. Genauer gesagt, die maßstäblich verkleinerten Modelle dieser Schiffe werden hier untersucht. Die erste Voruntersuchung beginnt, eine Fahrt in der Schlepprinne. Jetzt wird das Modell in den Umlauftank transportiert, wo in ausgeklügelten Messprogrammen die exakten Strömungseigenschaften des Modells untersucht werden. Hier ein Blick auf die Originalmessstrecke des Umlauftanks. Der Umlauftank ermöglicht beliebig lange Messzeiten, genügend Zeit, um optimale Propellerform und die strömungsgünstigste Rumpflinie zu ermitteln. Die Strömungsrinne ist 250 Meter lang, 8 Meter breit und bis zu 4,80 Meter tief. Platz für 9,5 Millionen Liter Wasser. Auch heute werden hier noch Messungen durchgeführt. Neben der Versuchsanstalt für Wasser- und Schifffahrtstechnik befindet sich auf der Schleuseninsel auch der Arbeitsplatz von Frank Hoffmann. Man arbeitet sozusagen im Grün. Es ist sehr ruhig hier. Es ist also ein sehr angenehmer Arbeitsplatz. Man hat nicht den Stress, der sonst, sage ich mal, auf einen zuströmt, wenn man im Bürokomplex irgendwo arbeitet. Man ist hier so ein bisschen abgeschieden und kann hier sozusagen in Ruhe arbeiten, ohne andere Einflüsse. Frank Hoffmann ist Teamleiter der zentralen Werkstätten der TU, der Technischen Universität. Wir machen vorwiegend Kleinreparaturen, alles was anfällt. Bestuhlung im Hörsaal, wir reparieren Türen, Fenster, Tische, alles Mögliche. Zu den zentralen Werkstätten gehören auch eine Schlosserei und eine Lackiererei. Am schönsten ist es, also ich würde sagen im Frühjahr, wenn es wieder grün wird, wenn noch nicht so der extreme Schiffsverkehr ist. Weil, ich sag mal, wenn hier ordentlich Schleusenbetrieb ist, dann hat man natürlich auch, je nachdem, was für Boote vorbeifahren, diesen Abgasgeruch. Reif für die Schleuseninsel ist auch eine Dependance des Instituts für Architektur der TU. Stefanie Bürkle hat hier ihr Atelier. Für sie ein idealer Ort.
Ich male, fotografiere und habe hier im Grunde einen Standort gefunden, an dem ich in der Nähe zu wissenschaftlichen Einrichtungen die künstlerische Arbeit und die Kreativität mit der wissenschaftlichen Arbeit verbinden kann. Anregungen für ihre Kunst findet Stefanie Bürkle in der Stadt. Auf der Insel hat sie dann die Ruhe, ihre Ideen umzusetzen. Ihre Gemälde sind nichts für eine Zweiraumwohnung. Stefanie Bürkle liebt das Großformat. Also als ich einzog, war es September und das war so ähnlich wie jetzt, also grün. Ja. Und ich hatte dann eigentlich schon Bedenken, dass es grau würde im Winter. Aber im Winter ist es eben noch heller, dadurch, dass dann, wir haben ja hier zwei Seiten, Laubeinfall, also Laub- und Lichteinfall. Und dadurch, dass es dann kein Laub mehr an den Bäumen gibt, wird es viel heller, gleichzeitig aber auch viel lauter. Den 17. Juni hört man nur im Winter deutlich richtig rauschen. Seit 2009 ist die Künstlerin Professorin, lehrt Kunst an der TU. Meine Studierenden sind Architekturstudierende, die bei uns bildende Kunst sozusagen haben. Fast ein bisschen wie in der Schule, es ist aber natürlich anders, denn es geht hier vor allem darum, dass sie künstlerische Erfahrungen machen. Und bei uns hier arbeiten sie plastisch, mit Holz, mit Ton, mit Gips. In einer schöneren Umgebung kann man wohl kaum studieren. Doch auch etwas anderes unterscheidet die Schleuseninsel von normalen universitären Standorten in Berlin. Für die Studierenden war es am Anfang sehr, sehr eigenartig, denn die sind am Campus, am Ernst-Reuter-Platz, ja, mitten im Zentrum. Und die fanden das hier sehr eigenartig. Sie haben hier keinen Internetempfang, ein Handy geht schlecht, etc. Und dann haben sie aber nach einer Weile begriffen, wir haben das auch hinterher dann besprochen, nach einer Weile haben sie verstanden, dass es ein Ort extremer Konzentration wird, dadurch, dass man eben nicht mehr erreichbar ist, obwohl man mitten im Zentrum ist, aber nicht jeder einen anderen erreichen kann, nicht die ganze Zeit die WhatsApp-Pieper geht und man eigentlich auch nicht googeln kann, entwickelt sich eine ganz andere Konzentration in der Arbeit. Man ist dann wirklich mit sich und dem Ding befasst. Eine Insellage in der Großstadt. Das Besondere ist, auf einer Insel zu sein, ist, dass wir hier eigentlich fast zwischen Zoo und S-Bahnhof Tiergarten im Auge des Orkans in einer totalen Ruhe und Stille sind. Es ist wunderbar und es ist am Wasser. Das Wasser spürt man und wir sind eben mitten im Stadtzentrum vollkommen im Grün. Der Landwehrkanal unterquert die Straße des 17. Juni. Oben auf der Brücke das Charlottenburger Tor. Ein 1908 gebautes neobarockes Schmuckbauwerk. Hier beginnt Charlottenburg. Das Tor ist das westliche Pendant zum Brandenburger Tor. Zum Ensemble gehören auch die zwei 22 Meter hohen Kandelaber, Straßenlaternen mit Fabelwesen. Einfahrt zum letzten Streckenabschnitt des Landwehrkanals. Linke Hand Gebäude der TU und Gebäude der Universität der Künste. Alma Mater am Ufer. Auf der anderen Seite geht's etwas profaner zu. Industrieanlagen und Gewerbehöfe. In einem der Höfe, am Salzufer, liegt das Theatrestudio, deutsch-polnische Studiobühne. Dort angesiedelt ist auch die Transform-Schauspielschule. Angehende Schauspieler lernen hier ihr Handwerk. Ich glaube, die Leute, die hier sind, die sprühen halt alle vor kreativer Energie bereits. Und es ist schön, einen Kanal zu finden, in dem man, das Ganze ausleben kann. Du musst dich ausdrücken wollen. Ja. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Sprachübungen, Körperbeherrschung, Gesichts- und Zungenakrobatik. Warm-up für alle. Gemeinsam mit Olaf Münzberg gründet die Polin Janina Szarek 2002 ihre Schauspielschule. Sie brennt für das Theater und für ihre Schüler. In Polen sagt man, ach, der Mensch ist so begabt. Er hat so ein großes Inneres. Er hat so ein seelisches Potenzial.
In Deutschland sagt man, ja, er ist gut. Er ist sehr selbstbewusst. Ich nehme lieber die Schüchternen manchmal in die Ausbildung mit dem seelischen Potenzial, weil Selbstbewusstsein baue ich auf durch die Ausbildung. Proben auf der Studiobühne. Die Studenten müssen liefern, geben alles. Es holt so ein bisschen das aus einem raus, was man sein Leben lang davor irgendwie nie zeigen konnte, wollte, durfte. Und das ist eigentlich das wirklich Schöne, also diese Erfolgsmomente auf jeden Fall. Ja, was nicht so schön ist, ist natürlich das Kontra. Also merken, es gerade nicht so zu können oder wie man selber es gerne möchte oder wie von einem verlangt wird. Du musst dich überwinden. Sehr ungerne. Das war so ein unangenehmes Geschehen, ne? Okay. Erzähl schon, ich sterbe vor Neugier. Schauspielausbildung ist deswegen so schwer, weil das wahnsinnige Auseinandersetzung mit sich selbst ist. Sehr schmerzhaft. Besonders für den jungen Menschen, für den Anfänger. Janina Scharek ist direkt und unverblümt. Kritik gehört dazu. Wie ein Droschenkutscher! Das ist der schönste Beruf der Welt. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Nicht mal mit dem Hintergedanken, boah, jetzt werde ich berühmt oder so, sondern eher, ja, dieses Kind in sich rauslassen. Spielen auf der Bühne, wenn man spielen möchte. Und ja, dann ist es, glaube ich, das Richtige. Manchmal geht es um Nuancen, ein Blick, eine Geste. Die Details machen das Spiel. Ja, mach spannend. Das ist Kunst. Die Künstler sehen mehr, empfangen mehr als sozusagen Durchschnitt der Gesellschaft. Schauspiel besonders. Das ist Wahrnehmung, das ist Reflexionsfähigkeit. Das ist Sensibilität, das ist Beziehung zur Welt, die mich umgibt. Beziehung zu Menschen. Die Kunst sollte die Welt besser machen. Die Kunst sollte die Welt verbessern. Das ist die junge Generation, die ins Leben geht. Eine Schauspielschule als Schule fürs Leben. Ich wünsche mir eher einfach nur für jeden, dass er die Courage vor sich selbst hat, sich selber irgendwie in sich hineinzuhören und sich einzugestehen, wenn einem was nicht gefällt und einfach das zu finden, was einen glücklich macht. Nur noch wenige Meter, dann mündet der Landwehrkanal dahin, wo er einst herkam, in der Spree. Doch nicht immer geht es hier so geruhsam zu wie heute. Hunderte von Wasserfahrzeugen durchqueren täglich den Kanal. Eine Armada von Ausflugsdampfern, Kanus, Ruderbooten, Motorbooten. Für Ordnung in dem Schiffschaos sorgt die Wasserschutzpolizei. An 365 Tagen im Jahr fährt sie Streife. Die Steglitzerin Daniela Dahlke ist Hauptkommissarin auf dem Wasser. Also ich habe ja meinen Dienst, ganz normal, mittleren Dienst der Schutzpolizei begonnen. Bin da in Friedrichshain-Kreuzberg Funkwagen gefahren und habe halt irgendwann festgestellt, oh, ich würde gerne mal was anderes ausprobieren. Und zu dem Zeitpunkt gab es eine Ausschreibung zur Wasserschutzpolizei. Da konnte man sich hinbewerben, das habe ich getan, wurde auch angenommen. Jeden Tag wird der Landwehrkanal von der Wasserschutzpolizei heimgesucht. Sie sorgt hier für Recht und Ordnung. Streifenfahrten. Auf dem Wasser ist alles ruhiger, einfach aufgrund der Tatsache, dass man eben mit dem Boot
nicht so schnell von A nach B kommt, wie man jetzt mit dem Funkwagen von A nach B kommen würde. Die Menschen auf dem Wasser sind noch mal andere, als man jetzt an Land hat. So gibt es halt so spezielle Dinge, die einfach so ein bisschen anders sind. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ähnlich. Delikte on the water gibt es jede Menge. Nicht alle halten sich an die Regeln. Von der Ordnungswidrigkeit bis zum Kapitalverbrechen. Der Landwehrkanal hat alles schon erlebt. Am Wasser gibt es halt analog zur Straße Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ne? Auch hier fahren die Wassersportler mit ihren Booten zu schnell. Dann gibt es auch Diebstähle. In Bootshäusern, von Booten, es werden ganze Boote geklaut, es werden Außenbordmotoren geklaut. Auch das gibt es hier. Wir haben Schiffsunfälle. Schiffsunfälle analog zum Straßenverkehr, Verkehrsunfälle gibt es natürlich auch auf dem Wasser. Daniela Dahlke und ihre Kollegen schippern nicht nur auf dem Landwehrkanal. Auch auf der Spree sorgen sie dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das Martinshorn kommt allerdings seltener zum Einsatz. Die heißesten Spuren im Landwehrkanal sind meistens rostig. Der grundsätzliche Dienst ist auf dem Landwehrkanal genau der gleiche, als wenn ich jetzt auf der Spree fahre oder auf dem Müggelsee fahre oder auf dem Wannsee fahre. Wir fahren da Streifen und machen eben unsere Einsätze, die wir da kriegen. Für den Landwehrkanal ist das Problem, dass viele Tresore, die eben an Land geklaut werden aus irgendwelchen Firmen, die werden halt von den Brücken oder auch vom Ufer in den Landwehrkanal geschmissen. 25 Tresore, heiße Fracht auf dem Weg zur Polizei. Das Peilschiff Waschbär hat diese Reste zahlreicher Diebeszüge innerhalb von 2 Wochen aus dem Landwehrkanal gezogen. Allein am Maybachufer auf ca. 700 Meter haben wir an einem Tag 13 Stück gefunden. Das sind so alle 50 Meter ist da ein Tresor, manchmal auch mehrere auf einem Haufen. Heute nun die Übergabe an die Wasserschutzpolizei in Mitte. Immer im Frühjahr nach der Eisschmelze bekommen die Beamten die entsorgte Diebesbeute, die die Aufräumer vom Wasser- und Schifffahrtsamt aus Flüssen und Kanälen gezogen haben. Dieser Motorroller ist erst vor kurzem in den Landwehrkanal geworfen worden. Vermutlich wurde er gestohlen, der Tank leergefahren und dann versenkt. Ein Nummernschild gibt es nicht, die Beamten suchen und finden die Fahrgestellnummer. Doch viel spannender sind die Geldschränke. Jeder einzelne wird untersucht, denn manches Mal hinterlassen die Diebe Spuren. Akribisch werden die Safes fotografiert und geöffnet. Die Tresore wandern als mögliche Beweisstücke in die Asservatenkammern der Polizei. Also hier sehen wir Tresore. Da ist man tatsächlich an den Inhalt rangekommen, augenscheinlich. Bei dem würde ich das jetzt hier eher bezweifeln. Der sieht noch relativ geschlossen aus, wenn wir mal hier gucken. Das kommt halt durchaus vor, dass man halt so leere Tresore findet oder auch hier, wo dann tatsächlich noch viele Urkunden oder auch mal Geld oder Papiere, alles Mögliche dann aufgefunden wird. Dann haben wir tatsächlich im Landwehrkanal das Problem, dass des Öfteren auch tatsächlich ganze Autos da reingefahren sind aufgrund von Unfällen. Weil da gibt es so bestimmte Bereiche, wo das dann durchaus mal passieren kann, wenn man zu schnell ist, nicht mehr richtig ordentlich bremsen kann und schwupps sitzt man halt drin im Landwehrkanal. Was man so allgemein auch immer noch mal findet in den Wasserstraßen, sind so Motorroller, Fahrräder, Einkaufswagen. Das sind so die Sachen, die man halt auch im Landwehrkanal findet. Well, if I had a hammer, die Fahrt neigt sich dem Ende zu. In Charlottenburg, am Spreekreuz, mündet der Landwehrkanal in der Spree. 11 Kilometer Kanal. Mal ruhig und gemächlich, mal hektisch und großstädtisch. Immer Berlin. Well, if I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening. All over this land, I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters, all over this land. Well, if I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening. All over this land, I'd sing out danger, I'd sing out.